In der Spionageaffäre um den US-Geheimdienst NSA will der Senat nun für Aufklärung sorgen. Die Vorsitzende des zuständigen Ausschusses, Feinstein, erklärte, die Bespitzelung von Verbündeten sei falsch und eine vollständige Überprüfung der Geheimdienstarbeit nötig. US-Präsident Obama erklärte in einem Interview mit dem TV-Sender Fusion, auch er lasse die Aktivitäten der Geheimdienste untersuchen. Sie dürften nicht alles tun, was möglich sei, sondern nur das, was ihnen aufgetragen werde.